Das Schloss an sich ist ja schon unheimlich genug. Aber der Ruß an der Fassade lässt es aussehen, als käme es direkt aus den Kulissen einer Geisterbahn. Ich sollte ihn entfernen lassen. Eine Lunchbox. Schätze, die gehört Greg. Ist nur noch eine große Packung Zahnstocher drin. Da hat wohl jemand viele Zähne. Des Hüters dritte Tugend sei Barmherzigkeit. So wie das Wasser jeden Tropfen aufnimmt und zu einem mächtigen Ozean heranwachsen lässt, so soll jeder Hilferuf gehört werden und ein Meer von Antworten finden. Zahnstocher. Eine ganze Packung. Fehlen nur noch die Käsehäppchen. Seltsam. Keiner der Schlüssel passt. Der Stammbaum meiner Familie. Der Globus ist aus Metall. Ich sehe keine Schweißnaht. Ich frage mich, wie sie den durch die Tür gekriegt haben. Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen Salz gefüllt? Vermutlich Streusalz.
da stehen angetrocknete Farbeimer. Wer weiß, ob diese Wände jemals damit in Berührung kommen werden. Die Uhr ist stehen geblieben, wahrscheinlich schon im letzten Jahrhundert. Was wäre eine Teestube ohne eine Teekanne? Diese hier wird als Blumentopf missbraucht. Eigentlich ganz hübsch, diese Straußeneierbecher. Hässliche Dinger. Ich weiß nicht, was manche Leute an Statuen von nackten Kindern mit Flügeln so toll finden. Maria, die Mutter aller Statuen. Pferdezucht wurde hier mal ganz groß geschrieben. Die Skulptur stammt wahrscheinlich aus dieser Zeit. Der Sockel ist vermutlich aus Marmor. Pferdezucht wurde hier mal ganz groß geschrieben. Rechnungen, 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 Kontoauszüge. Leere Briefumschläge. Von wem ist der hier? Città del Vaticano, Roma, Italia. Der ist vom Vatikan. Was hatte Victoria denn mit dem Vatikan zu schaffen? Alle drei Monate gibt es einen Geldeingang von 6.000 Pfund. Kein Hinweis von wem, hier steht nur, dass er von Hand einbezahlt wurde. Der letzte Eingang ist schon 4 Monate her. Und vor 2 Wochen wurde fast alles abgehoben. Von Valentina Antolini? Mit einer Bevollmächtigung von Victoria Gordon. Das war wohl das Geld für die Handwerker. Ein leerer Umschlag. Er trägt das Wappen des Vatikans. Dem Stempel nach wurde er vor 2 Wochen abgeschickt. Hallo, Vater. Adrian, willkommen in meiner Kirche. Danke für die Hilfe. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten.
Willkommen im Dschungel. Hier ist die eine Hälfte vertrocknet und die andere vergammelt. Das ist ein Wassereimer. Gewesen. Naja, vielleicht kann ich ihn für etwas anderes brauchen. Was haben wir denn da? Einen Gartenschlauch. Schläuche haben mir bisher immer Glück gebracht. Eine Statue. Soll das die weiße Frau sein? Eher nicht. Zu leicht bekleidet. Oh Mann, ich sehe sie schon überall, auch wenn sie es gar nicht ist. Trotzdem schade, dass sie so beschmiert wurde. Das war wohl mal eine Harke. Jetzt ist es nur noch ein langer Holzstiel. Der untere Teil ist abgebrochen. So sieht es aus, wenn der Gärtner der Mörder ist. Oder sich, wie Louis, von einer Mörderin einspannen lässt. Eine vertrocknete Pflanze. Hier auf dem Schild steht, es handelt sich um einen Hügelbaldrian. Eine vertrocknete Pflanze. Sehr ungewöhnlich, einen Teppich in ein Gewächshaus zu legen. Die Fugen zwischen den Kacheln sind nicht gefüllt. Die Kacheln sind hier nur locker nebeneinander gelegt. Die Kacheln waren hier nur lose draufgelegt. Sie verdecken eine Bodenluke. Und wo geht es dahin? Auf jeden Fall weit runter. Sieht aus wie ein alter Brunnenschacht. Wer weiß, was alles am Grund dieses Brunnens vermodert. Wer auch immer den Koffer dahingelegt hat, wollte nicht, dass da einer rankommt. Ich brauche so etwas wie eine Angel oder einen Stock mit Haken. Da liegt ein Koffer auf einer Art Mauervorsprung. Wer den da wohl deponiert hat? Der Stock hat zwar die richtige Länge, aber ich kann den Koffer nicht damit nach oben ziehen. Es fehlt noch so etwas wie ein Griff. So, ich habe die Rohrschellen am Stiel angebracht. Theoretisch könnte man jetzt noch mehr daran befestigen. Der Stock hat zwar die richtige Länge, aber ich kann den Koffer nicht damit nach oben ziehen. Es fehlt noch so etwas wie ein Griff.